Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario, wollte ich gerade sagen, nein, Paper Mario 2, die Legende vom Ion-Tor. Im letzten Part sind wir in die Katakomben reingegangen und wir wurden verflucht, ja. Und der Fluch besagt, wir verwandeln uns auf dieser Plattform in einen Papierflieger. Wer hätte das gedacht? Das ist ein schrecklicher Fluch. Uiuiui, ist das schrecklich. So, und hier sind wir auch schon bei der Äonentür. Mario, Gumbrina, seht euch das an! Das ist das Äonentor, von dem die Legende berichtet. Was für ein Anblick! Also ist die Legende wahr. Wir sollten etwas näher herangehen. Na klar, gehen, machen wir das doch. Das ist ja ein Podest oder etwas in der Art. Wofür mag das gut sein? Weiß ich nicht, gehen wir mal rauf. Oh. Oh. Hey Professor, was war denn das? Die Karte. Das ist unser nächstes Ziel. Das ist das. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Zusätzlich lernt Mario die Sternattacke Sternenfit. Mit jedem Sternjuwel, das Mario findet, erlernt er nur eine neue Sternenattacke. Herr Professor, die Karte! Und dann dieses... ja, sehr beeindruckend. Das scheint ein Hinweis auf die Lage des ersten Sternjuwels zu sein. Und dieses Leuchten eben, es scheint, als hätte Mario mysteriöse Kräfte erhalten. Nun, auf jeden Fall sollten wir zurück zu mir gehen und die Karte näher untersuchen. Ja, ist okay. Machen wir. So ist das also. Sie haben es verstanden, Herr Professor? Selbstverständlich. Zunächst solltest du zunächst zu den Leuchten um Mario. Wie es scheint, hat Mario gelernt, sich einer Sternenattacke zu bedienen. Einer Sternenattacke? Bevor ich lange Erklärungen gebe, würde ich es euch lieber demonstrieren. Hast du Lust auf ein kleines Experiment, Mario? Nein. Es ist aber wirklich wichtig. Du solltest es selbst sehen. Also möchtest du? Nein. Verstehe. Kommen wir dann zum Wesentlichen der magischen Karte und den Sternjuwelen. Diese Karte ist etwas ganz Außergewöhnliches. Sie findet mit einer Art Radar heraus, wo sich die Sternjuwelen befinden. Demzufolge befindet sich das erste Sternjuwel im Feuertal. Im Feuertal? Das Feuertal liegt ziemlich weit östlich von Rohlingen. Ehrlich gesagt erschien mir diese Gegend bereits seit längerem verdächtig. Der Name Feuertal ist mir schon des Öfteren in der Fachliteratur begegnet. Aber wie gelangt man in dieses Feuertal? In den Katakomben soll es eine Röhre geben, die direkt dorthin führt. Übrigens, Mario, woher hast du eigentlich diese Karte? Von Prinzessin Peach? Sie hat dir die Karte geschickt? Sieht die Prinzessin unter Umständen etwa so aus? Ja. Ich wusste es! Die Prinzessin war neulich bei mir und wollte etwas über den Schatz wissen. Ich habe ihr etwas über die Sternjuwelen und das Feuertal erzählt. Vielleicht ist sie ja wieder erwarten, doch allein ins Feuertal gegangen. Übrigens, in der Stadt fragen auch immer so seltsame Typen nach den Sternjuwelen herum. So, interessant. Vielleicht haben die etwas mit der Prinzessin zu tun. Also gut, ihr beide brecht sofort ins Feuertal auf. Wenn sich die Prinzessin tatsächlich dorthin begeben hat, müsst ihr sie einholen. Die Suche nach den Sternjuwelen führt uns sicher auch auf die Spur der Prinzessin. Und sie kommen nicht mit, Professor Gumbart? Ich versuche etwas über die Prinzessin und diese seltsamen Typen herauszufinden. Euch zu begleiten wäre für einen alten Herrn wie mich doch etwas zu anstrengend. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen.
Also gut. Gehen wir, Mario. Jo, wir gehen. Tschüss, ne? Tschüss. Oder so. Einen Moment noch. Ah, so, was hast du denn da für mich? Orden Powerhammer erhalten. Powerhauer. Mit diesem Schlag zeigt Mario Gegnern, was an der Hake ist. Mario, nimm das hier mit auf dem Weg. Das ist ein Orden. Orden können dir gute Dienste erweisen. Wenn du diesen hier trägst, kannst du deinen Gegnern größeren Schaden zufügen. Aber Orden wirken nur, wenn du sie auch trägst. Möchtest du überüben, wie man Orden an- und ablegt? Nein. Bist du dir sicher? Du solltest besser einmal probieren, willst du? Nein, nein. Übrigens brauchst du Blütenpunkte, um den Powerschlag zu nutzen. Du musst im Kampf also nicht wirklich, also nicht nur auf deine KP, sondern auch auf deine BP Acht geben. Nun, ich hoffe, ihr werdet die Röhre zum Feuerteil ohne Probleme finden. Ja, wir rüsten uns auch direkt aus mit den Scheiß, mit den Orden, wenn wir das dürfen. Wir haben nämlich 3 Ordenpunkte. Und haben auch gleich ausgerüstet. Der Powerhauer. Gut, dann ab in die Katakomben. Wir haben noch was zu erledigen. Dabei ist noch eine Röhre, wir müssen ins Feuertal. Hier können wir, soweit ich weiß, jetzt noch nichts tun. Wir safe einmal. Na, speichert er auch? Ja, aber sieht man wohl nicht mehr. Egal, doch, jetzt. Ne, hier waren wir ja schon. So, die Katakomben mal halt. So, wir müssen eine Röhre finden. Wir sind ja einmal weitergegangen, obwohl wir, ne? Hier können wir rüber. Stimmt ja. Bringt uns auch, spart uns einen Kampf. Da oben weiß ich noch nicht, wie wir hier kommen, aber da seht ihr ja schon einen Riss. Also, was wird das wohl sein? So, was ist das hier? Das fühlt sich glitschig an. Hau mal rauf. Oh, was soll das? Was denn? Oh. Guck mal, Luigi ist im Publikum. Blob, blob. Wer wagt es, Blubber weht's schon? Die größten aller Tintenfische? Mit mir ist nicht zu spaßen. Unverschämter Zwerg. Na dann los. Oh. Seht ihr meinen Tentakel? Mario, erinnerst du dich daran, was Professor Gumbart sagte? Mit Y können wir die Reihenfolge aus dem ersten Angriff tauschen. Wenn deine KP zu Neige geht, solltest du mit Y gegen mich kämpfen lassen. Okay. Luigi sitzt im Publikum, merkwürdigerweise. Greifen wir erstmal einen Tentakel an. Luigi hat uns Sterne gegeben. Ja, nice. Wir können einen Blütenpunkt. Und wir können mal einen Sternattack einsetzen. Sternenfit. Füllt KP und BP auf. Heilt. Achso, heilt alles. Okay. Wollen wir ja nicht. So, ein Tentakel weniger. Jetzt kriegen wir eine Schelle. Und ja. Wir haben also scheinend 4 KP, ne? Soweit ich gesehen habe. Jetzt können wir die Hammer ja nutzen, Frau Bauer. Wie viele Blütenpunkte haben wir denn? 5. Ne, bleiben wir bei, ne? Normalen Hammer. Wobei, Powerhauer machen wir. Kann man mal machen. Einfach mal zum Zeigen. 4 Schaden, das ist schon cool. Der fällt da runter, oder? Ja. Und sogar ist ins Publikum gefallen. Wir können ja mal rösten. Wollen wir mal rösten mit der Feuerblume? Drei Schaden ist ja nicht wenig. Sternattacke lohnt dir jetzt nicht. Powerhauer. Und zack! Oh, es wird immer mehr im Publikum. Habt ihr gesehen, da kam ein Shy Guy dazu. Scannen wir ihn mal. Was sagt Gumbrina denn zu ihm? Sie sagt, das ist ein Blooper. Ihr Kid ist der schleimig. Also schleimige Monster kann ich gar nicht ausstehen. Maximal KP 12, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Er greift mit seinen Tentakeln mit Tinte an. Sind die Tentakel erledigt, fällt der Körper zu Boden, dann kannst du angreifen. Die Tentakel haben 3 KP. Also doch 3, nicht 4. Also erledige diesen diesen Blooper. Nein! Ach Mist! Mist! Jetzt können wir keinen Power mal einsetzen, aber der hat ja eh nicht mehr viel KP. Jetzt sehen wir auch eine KP-Anzeige, das ist schon nice. Oh, sogar. Gut getimed.
Man, es ist ja auch viel Timing bei der Sache. Das ist halt, finde ich halt schon sehr cool. Dass du nicht einfach nur ausführst, sondern halt auch Timing brauchst ein bisschen. Jetzt geht er down. Er hat nur ein KP nur noch. Weg mit dir. Da macht Mario nämlich so eine Extrasprünge und so weiter. Nicht ändern, oh Mario. Ich habe falsch Taste gedrückt und er ist einfach. Er ist nicht gesprungen, er hat Hammer eingesetzt. Macht nichts. Jetzt können wir hier auf jeden Fall rüber. Schon sehr cool. So, unser allererster Boss. Oh, nice. Und natürlich bin ich ganz am Anfang zurückgesetzt. Oh Mann. So. Muss drauf aufpassen, da verliert man ja auch Punkte. So, jetzt aber. Tschüss, Comprina. Wir sehen uns. Und so sind wir auch jetzt in Kapitel 1. Ja, in Kapitel 1 angelangt. Logats Drachenburg. Jo. Im Feuertal. Das ist ein sehr schöner Ort, wie ich finde. Da hätte auch das Spiel beginnen können, ne? So ganz normal. Aber das wäre es halt wieder so ganz normal gewesen. Aber so ist schon cool. Hier ist also das Feuertal. Und hier soll sich eins der Sternjuwelen befinden. Also los, Mario, das Abenteuer beginnt. Ja, und wir gehen erstmal natürlich speichern. Safe ist safe. Eine Einblendung kann ich nichts einstellen. Ich weiß nicht genau, wie ich das entfernen kann, dass da der Einstellung kommt, wenn das spielt. Wenn das saved. Und wir können auch natürlich hier Bäume schlagen, das ist wichtig. Und so kriegen wir auch Items, das sollte man nicht vergessen. Erleichtert einen vieles. Oh oh. Was war das? Unser nächster Boss, weißt du? Oh Mario, sieh dir das an. Das ist unser nächster Boss. Na, die ist ganz schön mächtig, das sage ich euch. Es ist eine Sie. Wahnsinn, so ein großes Monster habe ich noch nie gesehen. Und das direkt nach unserer Ankunft im Feuertal. Ah, gruselig. Los, Mario, lass uns schnell von hier verschwinden. Hier ist eine Gravur. Sieht aus wie so ein Powermond. Und das sieht aus wie eine versteinerte Röhre. Und das ist eine Sonne anscheinend. Und hier ist ein Fragezeichenblock. Nice. Per den Shit. Ich glaube, hier war nichts, oder? Warum schlage ich jetzt auch natürlich nochmal? Nichts. Gut, weiter geht's. Und natürlich, oh, natürlich. Natürlich kommen auch Gegner. Das ist verständlich, klar. Wird denn nur 2 KP? Sehr gut. Wie viele Glückpunkte auffüllt, habe ich jetzt vergessen. Aber wir haben ja bestimmt noch gute Items, ne? Nichts. Oh, oh. Orden tun wir nichts halten. Wenn Vorsicht geboten ist, gehen gegnerische Angriffe. Ich weiß, dass das Feuerteil ist. Achte darauf, dass du genug KP und Blindpunkte hast, wenn es zum Kampf kommt. Machen wir. Lass uns mal wieder Orden ausrüsten. Der Orden tun wir nichts. Wenn Vorsicht geboten ist, werden gegen gegnerische Angriffe gegen Mario eher daneben. Klar, gleich ausrüsten. Ich glaube, das war also nicht so schlau, oder? Doch, er müsste unten sein. Genau. So. Sprung. Zack, zack. Die Gumbas haben anscheinend nur mit 2 KP, ne? Alle Gumbas. Alle Gumbasorten. Anders kann ich mir nicht erklären. Oh, Blütenpunkte aufgefüllt um 1. Jetzt kommen ein paar Kämpfe, aber das ist ja nicht schlimm. Kämpfe sind halt nie falsch. So, weil Gumbrina hier jetzt nicht angreifen kann, würde ich mit ihr gleich sagen, dass wir mit ihr irgendwas fürs Publikum tun, denke ich.
Und zwar... Nee. Taktik. Machen wir eine Show-Einlage. Na, Gumbrina, ne? Die healen wir gleich mal. Aber jetzt holen wir den Kraftpunsch. Macht größer und erhöht die Angriffskraft. Gumbrina, du bist echt... Du siehst echt wirklich sehr kaputt aus. Ich wollte verkehrte Taste. Wir benutzen mal kurz einen Pilz für Gumbrina. Bitteschön. Und dann hauen wir mal gegen den Block hier, beziehungsweise mit dem Kopf. Geld! Geld ist ja, kann man, mit Geld kann man hier auch ein Spiel anstellen, also es ist nicht, nie falsch, Geld zu sammeln. Also kurz hier runtergehen. Ah, das können wir noch nicht. Das wird später wichtig. Was heißt wichtig, ne, aber können wir später holen. Übrigens, Mario, wenn du in Zukunft irgendwann nicht weiter weißt, drück einfach X und nutze meine Fähigkeiten. Vielleicht kann ich dir ja einen nützlichen Tipp geben. Danke. Ich muss auch darauf achten, dass es irgendwo gar... Also es gibt manchmal echt geile Verstecke hier im Spiel. Kannst du mal nicht, die Zäune nicht umkippen? Oder war das bei Paper Mario Color Splash? Nee, das war bei diesen Dingern hier, ne? Gleich, warte. Zeige ich euch gleich. So. Jetzt tauschen wir bitte einmal. Was nur Kopfnuss an den hier. Hammer. Und dann gleich wieder springen. Sehr schön. Wir können natürlich auch alle Gegner scannen, dann würde halt immer angezeigt wissen, bei jedem Gegner, den wir schon mal begegnet sind, würde halt auch angezeigt werden, was, wie viel KP die haben und was das für ein Gegner ist oder so. Aber es geht, ich denke mal, es geht ja auch so. Siehst du, irgendwie war ja hier oder sowas. Genau, habe ich mir gedacht. Jetzt sind wir im Hintergrund. Da. ist schon geil, ne? Ist schon cool. So, einmal den Schalter betätigen. Na, ja, schon ein cooler Effekt. War hier ganz rechts noch was? Ja, genau. Ein Sternsplitter. Ich weiß nicht, ob hier auch noch ganz links was war. Wir gucken uns mal ab, wenn wir so weit wir können. Oh, nee, ist nichts. Okay, gut. Hopp. Und wieder zurück über die soeben erbaute Brücke. Ah, man kann die abchecken alle. Ein Mysterium, fragt sich, was es bewirkt? Keine Ahnung, finden wir jetzt heraus. Und eine Feuerblume. Wir gehen nochmal zurück, wir müssen nochmal die ganzen Dinge abchecken. Ah, es möchte ja, dass die Sache, die Items, die man findet, kann, muss man ja... Ah gut, das war's auch, glaube ich. Ich glaube, die kommen jetzt erstmal hier vor. Weil die Items kosten ja halt auch Geld, ne? Wenn du die so benutzt. Deswegen immer schön alles mitnehmen. Und ja, wir gehen weiter. Blütenweiler. Ah, willkommen, Reisender. Dieser Ort, man nennt ihn Blütenweiler. Und in diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Touristen mehr. Seit diese schreckliche Logart die Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Logart? Das ist bestimmt das große Monster von eben. Logart heißt es also. Ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal du, hast du schon einmal von den Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesem Stein. Sternjuwelen? Nie gehört. So etwas fragt er am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und er kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Ja, die Alten zum Rat und die Jungs zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geh gleich zu ihm. Pink? Na gut, vielleicht nicht gerade geschmackvoll, aber sicherlich leicht zu finden. Na gut, vielen Dank. Ja, und
Diesen Ort erkunden wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.